Hey Leute und herzlich willkommen. Ich sitze hier gerade mit Wattepads und Make-up-Entferner. Ja, ein etwas anderes Video von mir. Gab es bis jetzt auch noch nicht. Und zwar möchte ich mich gerne vor der Kamera abschminken. Ich habe sehr oft drüber nachgedacht. Irgendwie ist es immer das Gleiche. Ich versuche immer perfekt zu sein. Ich versuche perfekt auszusehen. Ich versuche alles richtig zu machen. Ich setze mich selber unter Druck, dass ich bloß keine Fehler machen darf, obwohl genau dann mache ich Fehler. Und im Endeffekt ärgere ich mich dann extrem. Und denke mir so, warum machst du das? Manchmal habe ich so einen Struggle und weiß nicht, was ich wirklich will. Ich weiß nicht, ob ich natürlich sein will, aber ich weiß auch nicht, ob ich, weiß ich nicht, was an mir machen lassen möchte, um zufrieden zu sein. Es gibt eine Zeit, da bin ich so eher natürlich und ich hatte auch mal Zeiten, da war ich eher so voll geschminkt mit Wimpern und da und da und da und keine Ahnung was, Nägel. Und dann habe ich wieder so eine Zeit, da bin ich eher natürlich irgendwie. Ich weiß irgendwie selber nicht, was ich will. Bin ich ungeschminkt? Heißt es, oh, alles okay mit dir? Du siehst total krank und erschöpft aus und müde. Nein, ich bin einfach ungeschminkt. Wenn ich geschminkt bin, dann heißt es, oh Gott, schmink dich mal ab oder keine Ahnung was. Ziehe ich mich freizügig an, heißt es Schlampe. Und andersherum heißt es, mach doch mal was aus dir. So, ich habe mich jetzt abgeschminkt und ich fühle mich irgendwie so befreit. Keine Ahnung. Klar, wenn ich rausgehe, schminke ich mich gerne und mache mich auch gerne zurecht. Aber ich kann auch ungeschminkt rausgehen. Klar, ich habe auch Pickel, ich habe auch Rötungen, ich habe auch ab und zu Augenringe oder keine Ahnung, oder dass es hier ein bisschen dunkler ist. Habe auch mal dicke Augen, dicke rote Augen, weil ich müde bin oder keine Ahnung. Ich schminke mich einfach, weil ich mache es für mich. Wir leben nur einmal und wir sollten unser Leben so gestalten, wie wir am glücklichsten sind. Weil immerhin musst du glücklich mit dir selber sein und mit deinem Leben. Und wenn du auf Zwang irgendwie versuchst, für andere gut dazustehen, machst du vielleicht die anderen mit glücklich, aber du selber bist nicht glücklich. Weil erstens, das bist nicht du und zweitens, du machst das nicht für dich, sondern für andere. Meinetwegen stell dich vor dem Spiegel und sag zu dir selber, ich bin geil. Und wenn jemand kommt und sagt, oh mein Gott, du bist aber arrogant, sag lieber zu der Person, du, stell dich doch auch vor dem Spiegel und sag, ich bin geil. Selbstverliebt sein ist für mich, wenn man wirklich denkt, man kann jeder haben, man sieht so geil aus, dass jeder auf dich steht, man selber so krass davon überzeugt ist. Das ist für mich selbstverliebt. Aber zum Beispiel bei mir, ich sag, ich finde mich hübsch, ich bin zufrieden mit mir, ich bin eine tolle Person, das ist für mich Selbstbewusstsein. Und irgendjemand da draußen wird es geben, der akzeptiert dich genau so, wie du bist und nimmt dich so, wie du bist. Egal, ob du ungeschminkt bist, egal, ob du geschminkt bist, wenn du Gammelklamotten trägst, egal, wie man aussieht, es gibt immer Menschen da draußen, die dich trotzdem haten. So. Wie viele haben zu mir gesagt, boah, mein Gott, deine Stirn oder keine Ahnung was, bis es dann so weit war, dass ich dann wirklich, Leute, ganz unnötig, ganz, ganz dumm, dass ich dann selber darüber nachgedacht habe, mich informiert habe, wie es ist, mit einer Verkleinerung oder irgendwie, dass man den Haaransatz weiter vormacht oder sonst irgendwas. Ich hatte nie Probleme mit meiner Stirn. Ich hatte dann irgendwie nur Probleme mit meiner Stirn, wo mir das Leute gesagt haben. Wenn wir alle gleich wären, dann würde es
langweilig sein. So, Leute, ich beende das Video jetzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, seid auf jeden Fall selbstbewusst und macht einfach euer Ding. Macht das, worauf ihr Lust habt. Und wie gesagt, ihr lebt nur einmal. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Und ich habe euch ganz doll lieb. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.